Der letzte Kandidat des heutigen Abends ist der Markus Lukas, genannt Luki, aus Kohlberg bei Reide. Ja, grüß Gott miteinander. Wir haben uns jetzt den Affen geschickt und gesagt, ich soll auch mal Witz erzählen. Ja, ich bin der Luki, stamm von Kohlberg, bin der Schönste von Kohlberg. Da gewinnt es in Kirsch, wenn wir Jan anschauen. Ja, ich hätte jetzt eine fast keine Zeit nicht gehabt, weil mein Nachbar, der hat heute Geburtstag gehabt. Am 99. Geburtstag. Jetzt sind wir in der Frau Iwi, mein Wei, mein zwei Kinder und ich, haben wir einen Anstandsbesuch gemacht. Haben wir geschwind einen Kaffee gekriegt und ein paar Kegelhölz gegeben. Dann haben wir heute ein wenig geschmädet. Dann haben von Nachbarn die Ur-Urenkel gekommen. Haben gesagt, lieber Ur-Uropa, alles Gute zum 99. Geburtstag. Und an deinem 99. Geburtstag haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Hat der Nachbar gesagt, das ist ja schön, dass ihr jetzt an meinen Geburtstag denkt. Hat er gesagt, und an meinem 99. Geburtstag möchte ich die erste gute Nachricht haben. Aber du Enkel hat gesagt, ja, die gute Nachricht an deinem 99. Geburtstag ist, du kriegst heute Nacht eine Stripperin. Oh, hat er gesagt, das ist eine sehr gute Nachricht. Hat er gesagt, und was ist die schlechte? Haben gesagt, ja, da ist mit dir in die Schule gegangen. Aber ich verstehe da, das war bestimmt halt ein Name, als er gerade geworden. Markus, du hast hinten ein Bild mit einer Quetschen hinten drauf. Kennt man dich irgendwo anders her oder ich habe dich, glaube ich, schon irgendwo gesehen? Ich spiele öfter mal mit der Quetschen, ein wenig. Ich war auch vor kurzem bei Frankensucht im Supernarr, beim Bayerischen Rundfunk. Da haben wir, ja, da habe ich den Frankenschädel katholisch gemacht. Ja. Was isst du so alles am Tag? Was ich iss? Ja, ich muss ja auch so aufpassen, ich nehme auch so leicht ab, weißt du? Ja, was soll ich denn, wenn du warst bei Grauheiten, meine ich, ja? Und das ich euch sage, von mir brauche ich keine Angst, wenn es bedrückst, dass mir der Rücken bricht. Das probieren wir hinterher. Das war ja, das war. Das war aber irgendwann die Wiesen. Ja. Also ich hilf mir nichts. Ich glaube, mit denen. Ossi war auch mal ein Versuch weg. Ja, ich geh zu meinem Ossi Beffi, hoffe, du nimmst mir die Rübe. Freilich, der hat mich so angeschaut, vielleicht muss ich nachher drüber in die Masialisse kommen. Hey, wir die Bandeln ein bisschen länger machen, wenn es so schon her, du darfst ja noch sogar weitere Frauen bei dir dabei. So, das war's jetzt, die Kandidaten des heutigen Abends. Wir machen jetzt eine Pause von circa 20 Minuten. Und danach geht es weiter in die Runde 2. Da schaut es folgendermaßen aus. Jedes Team tritt gegeneinander an. Wir erzählen eine Reihe um Witze. Und der jeweilige Juror muss sich dann auf einen Teamsieger festlegen. Und natürlich gibt es jetzt dann noch Kurzauftritte vom Beth, vom Flo Simbeck und von der Lissi Aumeier. Also bis in 20 Minuten.